Hallöchen. Ja, ich weiß, ich war sehr, 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 sehr lange nicht da. Ich habe jetzt, glaube ich, schon seit 3 Wochen oder so kein Video mehr hochgeladen. Das lag einfach wirklich daran, also erstens, ich war krank für einige Tage und dann war das so, dass ich Besuch hatte und auch über mehrere Tage und Arbeiten war total stressig und ich habe nichts mehr auf Reihe gekriegt. Ich habe noch nicht mal es auf Reihe bekommen, irgendwie im Blog Post zu schreiben. Ich habe in der letzten Zeit gar nichts mehr geschafft. Ich hatte aber so viele Videoideen und ich hatte jetzt wirklich vor, sie immer nach der Arbeit dann abzuarbeiten, beziehungsweise auch am Wochenende, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Und wie ihr sehen könnt, eine andere Location. Wir sind immer noch im selben Zimmer. Es ist aber dunkel und ich glaube, ich selber bin auch ganz dunkel. Ich sehe das nämlich nicht, weil ich von meiner Lampe geblendet werde. Und wenn ich in die Lampe reingucke, sehe ich nur noch Sterne. Deswegen darf ich nicht dorthin gucken. Macht aber keinen Unterschied. Wenn ich jetzt vorm Fenster sitzen würde, würdet ihr genauso wenig sehen, weil es ja eben dunkel ist. Aber das ist Mistwetter draußen, ne? Oh mein Gott, ich hasse ja die Kälte und es ist so kalt. Und ich ziehe mich nur noch so ganz dick an hier, so mit Wollpulli und ganz dick mit Schal. Und ja, vorab habe ich eine Bitte an euch. Ich habe nämlich jetzt morgen oder übermorgen oder wann auch immer vor, obwohl ich lasse euch so ein paar Tage schon Zeit, dass ihr die Möglichkeit habt, hier unter dem Video irgendwelche Fragen an mich zu stellen, die ich dann in meinem nächsten oder übernächsten Video, wie auch immer, dann beantworten werde. Also das wird dann so ein Frage-Antworten-Video und das habe ich schon bei ganz vielen Leuten gesehen und ich finde das eigentlich ganz interessant. Also, nö. Ich finde es interessant, wenn ich Sachen über mich beantworten kann. Oder so. Nein. Ich finde es ganz interessant, was ihr so für Fragen an mich habt. Weil da kommen ja immer ganz kuriose Fragen bei raus. Ihr könnt mich wirklich alles fragen. Ob ich alles beantworte, ist eine andere Sache. Aber nun ja. Also ihr habt die Möglichkeit, hier unter diesem Video das jetzt zu posten. Und ich werde es dann beantworten. Ja, so. Und was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts weiteres. Ich wollte dieses Video nutzen, um meine Favoriten im Monat Januar vorzustellen. Ich wollte eigentlich noch ein Tutorial machen zu dem Augen-Make-up, das ich jetzt auch gerade trage. Das hatte ich auch so in etwa ungefähr auch in meinen letzten Videos. Aber es ist hier zu dunkel und ihr würdet eigentlich überhaupt gar nichts sehen. Und diese Hauptlampe, mit der ich eigentlich immer filme, ja, die ist kaputt gegangen. Ja, und ein neues Schneideprogramm brauche ich auch. Also wirklich, ich bin total im Po. So, wir wollen nicht weiter rumquatschen, weil ich schon wieder unnötig viel quatsche und noch nichts mehr rumgekommen ist. Ich möchte euch jetzt meine Favoriten vorstellen. Für den Januar 2012. Der erste Monat ist schon wieder rum. Ist das nicht der Hammer? In 11 Monaten haben wir schon wieder Weihnachten. Obwohl, ne? Egal. So. Mein Lieblingshaarspray ist dieses Produkt hier von Schwarzkopf. Das Got to Be Happy Hour. Finde ich total cool, hinterlässt keinen Grauschleier, wie es alle anderen vorher bei mir getan haben. Also die meisten Haarsprays und ich mag das überhaupt gar nicht. Das hier von Sias zum Beispiel hält wirklich gut, aber das hinterlässt einen Grauschleier. Ja. Nö, aber das hinterlässt keinen Grauschleier. Also für all die, die dunkle Haare haben, kann ich das wirklich nur ans Herz legen. Ich lasse ein bisschen hier sortieren. Meine liebsten Nagellacke sind zum Beispiel einmal wieder von MAC. Kann man das gut erkennen? Das ist die Farbe Rain of Flowers. Also das ist ein Lila mit blauem Schimmer. Also man kann erkennen, dass nicht mehr wirklich viel drin ist. Also es ist mittlerweile echt schon hier. Und so ist für mein Finger gerade dreckig. Finde ich total geil mit dem blauen Schimmer. War, glaube ich, leider aus einer LE. Wird es also leider nicht mehr geben, aber total schön. Dann die Farbe. Ich bin total raus hier. Ach ja, das ist wieder dieser super Nagellack, wo man den Nagel nicht erkennen kann. Ah, Wine-Tastic.
Das ist die Farbe von Catrice und das ist so ein Schwarz mit rotem Schimmer. Oder ist es so ein Dunkelrot? Ich meine Schwarz mit dunkelrotem Schimmer. Habe ich auch getragen, finde ich total geil. Und auf jeden Fall TZY Does It von OPI. Das ist halt so ein Dunkelrot mit goldenem Schimmer, also Gold. Dunkelrot, nee, gar nicht. Ich erzähle ja mal voll die Kacke hier. Also das ist dunkelrot-lila und das changiert dann wirklich allen Farben, also grün und gold und pink und, ach, hast du nicht gesehen. Also eine richtig, 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 richtig geile Farbe. Dann auf jeden Fall wieder von Essence dieser Better Than Gel Nails Top Sealer. Also eigentlich muss ich den gar nicht mehr in meinen Videos vorstellen, weil den benutze ich wirklich immer, weil meine Nägel danach wirklich total schnell trocknen. Also nicht meine Nägel, sondern der Nagellack natürlich. Mein Lieblingsdeo ist wieder von Garnier. Das Mineral Ultra Dry. Meine Mutti macht schon wieder Randale, die singt schon wieder Karaoke. Ja, mein Lieblings-Gel-Eyeliner ist wieder von MAC, der Black Track. Ihr braucht keinen Swatch, oder? Den kennt ihr doch alle. Natürlich, wie immer, mein Lieblings-Mascara, aber mittlerweile. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich den schon etwas länger habe. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon über einen Monat. Der trocknet mir zu schnell aus. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Irgendwie also eigentlich ist es wirklich meine Lieblingsmascara, aber ich glaube, ich muss einfach wieder eine neue zulegen. Die ist zwar noch nicht leer, aber irgendwie, die bröckelt jetzt irgendwie. Und ich will euch auf jeden Fall etwas ans Herz legen. Das hier ist von Avène. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Triacneal. Und das habe ich bei einer YouTuberin, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wer das war, in einem Video gesehen. Und zwar, in den Videos schaut das vielleicht so aus, als hätte ich eine total tolle und reine Haut. Dem ist aber nicht so. Ich habe auch Pickel und wenn ich mal Pickel kriege, dann nicht gerade wenige. Und diese Creme führt dazu, die Pickel extrem schnell auszutrocknen und sie damit loszuwerden. Also die ist wirklich der Hammer. Habe ich aus der Apotheke, 15 Euro hat die gekostet und ich habe die jetzt mehrere Monate lang getestet und die ist wirklich der absolute Hammer. Es gibt keine bessere Pickelcreme, wie ich finde. Und die Pickel sind innerhalb von 2-3 Tagen dann wirklich weg. Wenn ihr das Ding kaufen solltet, tut mir einen Gefallen und tragt diese Creme niemals großflächig aus. Nicht auf. Ich hatte nämlich hier, also meine Phase, da hatte ich hier überall am Kinn verdammt viele Pickel. Und das war wirklich nicht schön. Und ich dachte mir, komm, schmierst du mal drauf. Dann habe ich, ja, die großflächig aufgetragen. Und ja, das sah dann so aus, als hätte ich tagelang in der Sonne gelegen. Und dass ich echt so einen Sonnenbrand hatte, dass ich die Haut gepellt hatte. Also ich hatte richtig trockene Haut und man hat richtig diese Hautschuppen gesehen. Und das war sowas von eklig. Und oh, ich glaube, nee, ich bin auch, glaube ich, erstmal 2 Tage drin geblieben, weil das so schrecklich aussah. Das war zum Glück am Wochenende. Aber tut es niemals. Also wirklich nur auf die betroffenen Stellen, auf die Pickel. Und drumherum auch irgendwie alles mit einem Q-Tip oder so entfernt, dass wirklich nur der Pickel mit der Creme bedeckt ist und alles andere weglassen. Aber das ist wirklich Hammer. Also ich kann dazu nochmal ein einzelnes Video machen. Schreibt es mir einfach, falls euch dieses Produkt noch weiter interessiert. So. Sorry. Auf jeden Fall ein Favorit diesen Monat ist meine Inglot-Palette. Das Video zu der Inglot-Palette werde ich euch hier verlinken. Da. Oder auch unten in der Infobox findet ihr es auch. Dann, was wollte ich euch noch vorstellen? Auf jeden Fall, ich muss jetzt aufpassen. Ein Top-Produkt diesen Monat ist diese Palette von Isadora. Das ist eine Limited Edition, meine ich. Bin mir jetzt nicht wirklich sicher.
Und das ist eine Palette mit gebackenen Lidschatten. Ich habe mir die so sehr gewünscht und die hat 15 Euro gekostet. Und irgendwie war ich mir immer zu... Ich war zu geizig, um 15 Euro dafür auszugeben. Ich weiß auch nicht. Also ich stand immer davor und fand das total geil. Ich muss aufpassen, weil der hier nämlich kaputt ist. Hier, das Blaue, das fällt nämlich... Was war das jetzt? Oh, der Applikator. Wie man es hier vielleicht... Ja. Das wollte ich verhindern. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber die habe ich von Dennis geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und irgendwie ist die beim Transport wohl kaputt gegangen. Das sind die wunderschönen Farben. Das ist hier einmal ein Gold. Upsala. Da ist das Gold. Dann einmal hier ein wunderschönes Grün. Kann man das jetzt erkennen? Das ist doch grün, ne? Ja. Das ist wirklich blöd, bei dem Licht zu filmen, wenn man das nicht erkennt. Also grün und wie man sehen kann, die glitzern und schimmern. Total geil. Und einmal hier ein wunderschönes Blau. Ah, nein! Super, jetzt sind es drei Teile. Ich habe es kaputt gemacht. Das war ja schon kaputt. Dennis, ist alles deine Schuld. Dann einmal hier ein wunderschönes Blau. Und ich ärgere mich jetzt gerade total, dass das Licht so blöd ist. Es war nämlich so, ich war beim Douglas und habe aus Versehen meine Swatches übereinander gelegt. Übereinander gelegt, übereinander geswatcht. Also das hier ist einmal nur das Grüne. So, und dann, ne, habe ich das hier so abgestriffen und habe dann die blaue Farbe drüber gemacht. Das sah im Endeffekt so aus und ich hoffe, man kann es erkennen. Ich werde es nochmal in einem anderen Video machen, weil ich dafür noch damit noch ein Tutorial machen wollte. Ist das nicht eine hammergeile Farbe? Das ist jetzt also grün und blau und wie das glitzert, oder ist das nicht geil? Also ich hoffe, man erkennt das. Erkennt man das bitte? Also es ist wirklich Hammer. So schön und dazu wollte ich noch ein Augen-Make-up machen. Ich hoffe, das gefällt euch dann. Also wollt ihr das überhaupt? Ich liebe diese Farbe und danke Dennis nochmal für die Palette. Ich bin so glücklich damit. Dann, oh, ich laber und laber und laber und laber und das Video hat kein Ende. Lieblingspigment auf jeden Fall ist wieder von Yves Rocher die Farbe Narcisse Roses. Ihr wisst, ich kann kein Französisch. Also von den Pigmenten bei Yves Rocher gibt es nur 5 oder 6 oder vielleicht auch 4. Und es gibt halt nur ein roséfarbenes Pigment und das ist es. Und ich liebe es, weil es einfach nur schimmert und total toll ist. Dann habe ich auf jeden Fall nochmal einen Tipp für euch und schreibt es euch auf. Ich habe es selber nicht glauben können. Und zwar hatte ich ja in meinem Jahresfavoriten-Video mein Lieblingspuder vorgestellt oder gezeigt oder wie auch immer. Das ist nämlich das von Essence. Ich hatte nämlich zuvor das von Art Deco. Das von Art Deco kostet, lasst mich nicht lügen, 10 Euro grob gesehen. Und das hier von Essence 3 oder 2, 3 Euro oder 4, irgendwie so. Und dann dachte ich mir, juhu, nehme ich mir das, weil ich damit ne, Geld spare. Ich nehme kein farbiges Puder, das haben mich auch schon viele gefragt, weil ich nämlich meine Foundation suche, die genau meinem Farbton, meinem Hautton entspricht. Und ich daraufhin nie irgendwie das richtige Puder dazu finde. Und deswegen nehme ich einfach transparentes Puder, weil dann, ne, ihr wisst, was ich meine. So, so weit sind wir schon mal. Und war bis jetzt die günstigste Variante. Und dann hatte mir eine Abonnentin unter das Video geschrieben, liebe Grüße an dich und Dankeschön, dass man mal Babypuder benutzen sollte. Und ich dachte mir, Babypuder? Hallo? Babypuder? Habe dann mich aber doch rangetraut. Ich habe hier von Johnson's, das kennt ihr ja, glaube ich, alle. Es gibt aber auch andere Babypuder-Sorten. Nö. Das riecht immer so lecker nach Baby. Und das Ding hier war leer. Also ich habe es jetzt wieder aufgefüllt. Habe dann einfach nur etwas Babypuder reingestreut.
Also wie ihr sehen könnt, das ist jetzt unten hier in diesem Tegel drin. Und ich dachte mir, Babypuder ist doch, hinterlässt doch einen weißen Film. Nee, dem ist gar nicht so. Also ich nehme hier Babypuder auf, wie man es sehen kann. Ich mache jetzt einfach mal so. Könnt ihr das sehen? Also es fixiert und mattiert die Haut. Es ist wirklich der Oberknaller. Man riecht vielleicht jetzt nach Babyarsch, aber das macht mir überhaupt gar nichts, weil das ist nämlich, das ist die günstigste Variante, die es doch eigentlich gibt, oder? Also dann nimmt man sich so Babypuder. Wie teuer ist denn das? Also das hier war jetzt ein bisschen teurer, weil ich das aus einem, was ich für einen Laden hatte. Sagen wir mal 4-5 Euro für Babypuder. Drin enthalten sind 200 Gramm, ja? Und hier in dem Dingen sind 15,5 Gramm. Oder hier bei Art Deco waren 10 Gramm drin. So, jetzt denkt doch mal haarscharf nach. Also das ist wirklich das Günstigste, was ihr machen könnt. Ihr riecht dann vielleicht nach... Aber das riecht man nicht. Das riecht man nicht. Also ich rieche das selber auch nicht. Aber ist auf jeden Fall das Geilste, was ihr machen könnt. Also das ist auf jeden Fall mein Top-Favorit in diesem Monat. Und wird es auch immer sein. Ich werde mir sicherlich kein richtiges Puder mehr kaufen. Und es ist auch nicht so, dass es die Poren oder so verstopft. Ich habe keine Hautprobleme damit oder sonstiges. Ihr müsst es selber mal testen, aber ja, das empfehle ich euch auf jeden Fall. Oh Mann, ich muss ins Bett, glaube ich. Sorry wegen dem Licht. Sonst habe ich eigentlich keine wirklich anderen Lieblingsprodukte. Ich wechsle halt immer oder hast du nicht gesehen. Ach ja, doch. Mein Lieblingslippenstift in diesem Monat ist wieder der Viva Glam Gaga 2. Upsala, kennt ihr ja alle. Diesen Nude Lippenstift trage ich eigentlich immer. So gut wie. So, dann möchte ich euch noch meine liebsten Apps in diesem Monat vorstellen, die ich immer benutzt habe. Ich werde auch noch ein einzelnes Video zu meinen ganzen Apps machen, aber ich bin ja so ein App-Freak und lade immer wieder neue Apps runter, weil ich ja nichts Besseres zu tun habe. So, was haben wir denn einmal? Kann man das überhaupt erkennen? Ich habe hier einmal einen kompletten Ordner mit Spielen und ganz oft, beziehungsweise jeden Tag spiele ich Sims Freeplay, weil mich der Gronkh, kennt ihr schon den Gronkh, der ist der Hammer, mich total mit Sims angesteckt hat. Ich habe Sims früher schon einmal gespielt, aber ich muss das jetzt unbedingt haben. Ihr spielt dort Sims auf Echtzeit, sprich, wenn es dunkel ist, ist es auch im Spiel dunkel, also es ist wirklich 24 Stunden Sims. Und es ist dann teilweise so, dass, ihr kennt das ja bei den Sims, also wenn ihr das auf dem PC spielt, dass ihr zum Beispiel die Sims unter die Dusche schickt und dann kommt der ja so nach schätzungsweise einer halben Minute wieder raus, ne? Dann ist er ja fertig. Hier ist es aber wirklich so, ihr könnt euch das einstellen und dann ist es manchmal so, dass die auch wie in Echtzeit teilweise 15 Minuten unter der Dusche stehen. Je länger ihr etwas tut, umso mehr Punkte bekommt ihr und hast du nicht gesehen. Also es ist eigentlich ein richtig cooles Spiel, aber dafür braucht ihr wirklich Zeit und Geduld. Ja. Und auf jeden Fall... Oh, fokussiere. Jetzt weiß ich aber... Nein! Mist. Crossfingers, hier unten diese App. Ah, Mist. Nochmal. Ich klicke mal drauf. Das ist das Spiel. Und das ist wirklich ein Hammer-Zeitvertreibsspiel. Wie ihr sehen könnt, also hier... Das habe ich komplett durch, das habe ich komplett durch, das auch. Und ich bin gerade hier bei. Ja, nein. Und ja, ihr müsst dort so ein bisschen puzzeln, diese Teile dann sozusagen hier unten reinbekommen. Es ist wirklich cool. Es ist, sorry, ich bin total süchtig nach dem Spiel. Und ansonsten, ja, WhatsApp. Natürlich, nö. Und das war's eigentlich. Die restlichen Apps werde ich euch ja alle in meinem neuen Video vorstellen. Und es werden ganz, ganz, ganz viele neue Videos kommen. Und eine Frage hätte ich noch für die, die jetzt noch dran geblieben sind, die sich die ganze Zeit mein blödes Geplapper anhören. Welches Schneideprogramm
soll ich mir anschaffen. Ich habe, ich weiß nicht, welche Schneiderprogramm ich nehmen soll und ja, im nächsten Video habe ich auch wieder gute Laune. Ich habe ja eigentlich gute Laune, nur irgendwie, das nervt mich gerade alles total, weil es dunkel ist und ja. Nun ja, egal. Wir sehen uns dann im nächsten Video und jetzt kommt auch mal wieder regelmäßig ein Video. Und macht euch nicht immer gleich so einen Kopf, wenn ich kein Video mache. Es wird schon einen Grund haben, warum ich dann eben keine Zeit habe, aber ich werde erstmal nicht mit YouTube-Videos aufhören, auf gar keinen Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.